Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Crusader Kings 3 und dieses Mal begrüße ich euch nicht mit einem großen Bildschirm eines Grafen, sondern einfach in der normalen Übersicht hier mal mit Graf Arnold von Nassau, mittlerweile 46 Jahre alt und Gott sei Dank wieder so weit genesen. Wir sehen es hier, die Gesundheit, sie ist in Ordnung und wir werden ein wenig älter, wir werden ein wenig zynischer und wir haben unsere Kinder immer noch nicht unter der Haube und damit möchte ich euch begrüßen. Ganz, ganz herzlich zur neuen Folge, schön, dass ihr einschaltet. Wenn ihr es noch nicht getan habt, Abo-Knopf drücken, längere Werbung an der Stelle, wie immer von mir nicht. Wir steigen sofort in die Folge ein, denn in der letzten war ich ein bisschen erkältet. Ich hoffe, die Stimmlage bessert sich jetzt hier ein Stück weit. War mit der Aufnahme nicht gänzlich zufrieden, aber der Spielfortschritt ist natürlich geschehen. Und insofern kämpfen wir uns hier durch. Wir sind im Jahr 1116. Jakob von Nassau, wir hatten ehepartnertechnisch natürlich was an der Hand. Es ist viel, viel an Damen, die viel jünger sind und viel älter zur Verfügung. Das brauchen wir nicht wirklich nach meinem Dafürhalten. Und der Herzog Ordulf, der überraschenderweise den Befreiungskrieg gegen den Lehnsherrn Kaiser Hermann geschafft hat, der jetzt hier eigenständig mit seinem Herzogtum ist, der hat tatsächlich eine Tochter, Reginlind Billung, die genauso alt ist. Und ja, die wollte ich eigentlich ganz gerne miteinander verheiraten, aber sie ist mittlerweile verlobt. Es hätte auch nicht funktioniert. Und jetzt guckt euch mal bitte an, wo der alte Herzog Ordulf seine 13-jährige Tochter hin verheiratet hat. Zu Großfürst Oleg von Opolje. Wir gucken uns den an und das ist, ach du Heiland, am ADW, ganz, ganz weit im Osten. Ja, und insofern herzlichen Glückwunsch. Da kann man mal heiraten, einen 63-Jährigen. Wenn das mal nicht relativ schnell Geschichte sein wird, oh, ist auch noch lüstern. Ja, wirklich widerlich, aber sei es drum. Sie ist versprochen und insofern fällt sie raus. Ja, und insofern haben wir immer noch keine passende Partie für Jakob von Nassau. Und insofern nehme ich euch jetzt hier einfach mal mit und wir treffen eine Entscheidung. Er ist 13 und ich gehe das Ganze mal nach Alter an. Und ihr seht das hier. Also, wir hätten Dorothea von Boulogne. Sie ist Riese. Neugierig, arrogant, ehrlich und maßvoll. Das wäre so das Einzige, was momentan hilft, aber an Bündnissen können wir hier so gar nichts abgreifen. Und ich habe mich in den umliegenden Grafschaften und Herzogtümern umgeschaut. Es ist nichts dergleichen, was wir mal einfach so erreichen könnten. Wir könnten natürlich noch hier so Winfrieda von Berg nehmen. Die ist momentan neugierig. Das ist eine Kindheitseigenschaft. Die wird sie sicherlich verlieren. Wo ist sie ansässig? Hier in Vaihingen, das ist im Süden gelegen, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, wenn ich mich nicht gänzlich täusche. Das wäre so vom Alter her. Ansonsten geht es schon älter. Heilwig von Boulogne, Margarete von Berg. Das sind auch alles Wandernde. Gefällt mir nicht so wirklich. Hier, die ist wenigstens die Tochter der Bürgermeisterin Gunhilda. Und vielleicht soll es dann einfach die sein. Das Bündnis, was wir hier bekommen, 139 Mann. Besser wie nichts. Aber wir können es an der Stelle abschließen. Ich habe so ein. Will ich noch warten, ob sich irgendwas auftut? Heiraten ist in Crusader Kings 3 eigentlich maßgeblich. Aber ich sehe hier jetzt auch kein großes Problem. Und insofern machen wir das. Und wir werden diesen Vorschlag abschicken und insofern unseren Spielererben verloben. Allzu gern wird das hier angenommen. Sehr schön. Beziehungsweise, das war noch eine Rittertrauung, die ich hier vorgenommen habe. Da kommen wir gleich zu. Ingvar erhält die Eigenschaft Arzt, aber die Bürgermeisterin Gunhilda von Heilbronn ist dafür und Erbe Jakob und die Tochter Winfrieda verloben sich ausgezeichnet. Der Suffraganbischof Ingvar ist mittlerweile Arzt, ist reizbare Persönlichkeit, natürlich super bei einem Arzt. 53 Jahre alt, Bildungswert geht hoch, sehr, sehr schön. Und ja, ich habe gesagt, wir haben Ritter hinzubekommen, sind die gerade am Einladen und hatte hier Baldarich Bach mit seinen 25 Lenzen zu uns geholt. Ein robuster Kämpfer, Organisator, fähiger Taktiker. Wir freuen uns, dass er mit dabei ist, haben 6 von 6 Rittern zur Verfügung und hatten noch Archimbald. Mal gucken, was er kostet. Na, 45, wir haben relativ viel Gold bekommen, weil wir einen Krieg mitgestaltet haben. Insofern werden wir den an den Hof rekrutieren. Und wollen die ja auch alle verheiraten. Ich habe aber was ganz anderes gesehen. Im Rat sind wir ein bisschen unzufrieden mit Simon von Wächter. Das ist ein Ritter von uns. Der ist aber nicht so ganz gut geeignet für den Ratskanzlerposten. Und ja, es gibt die Bürgermeisterin Benedikta. Wir können aber auf Theogar Metz-Briey gehen. Das ist. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Atheist. Er ist krank.
Ja. Trotzdem würde ich ihn ganz gerne eigentlich zum Ratskanzler machen. Hat den Anspruch verloren? Was ist denn in Metz geschehen und vor allen Dingen wann? 1101. Naja, das war es auf jeden Fall mal nicht. Püttlingen, Titelgeschichte. Auch 1101. Und dann hätten wir noch Briey. Auch 1101. Da muss irgendwas geschehen sein. Das ist allerdings schon 15 Jahre her. Ist mir ein bisschen untergegangen. Ich möchte nichtsdestotrotz hier die Geschichte austauschen und Theogar zu unserem neuen Ratskanzler machen. Wow, und er zieht sich nicht mal bessere Lumpen an. Das ist ein bisschen traurig. Mal gucken, ob sich das hier ändert. Sich das? Nee. Ah, vielleicht werde ich das irgendwann mal anpacken. Aber er ist auf jeden Fall unser neuer Ratskanzler. Weil er ein bisschen besser geeignet ist. Der nächste Ritter, Ruprecht. Oh, wow, ja. Und den sollten wir natürlich auch dazu nehmen. Wird rekrutiert. 85 Gold, die geben wir sehr, sehr gerne aus. Und schauen nochmal hier auf die Ritter. Können Arsche bald noch verheiraten. Das mache ich jetzt an der Stelle einfach mal relativ unkompliziert. Vom Alter her ungefähr passend. Heilwig von Arstein. Das wird angenommen. Und wir hatten noch einen 19er, Ruprecht. Und der ist 22 und insofern passt natürlich hier Benedikta Rübsamen. Ist von bester Relevanz und wird insofern gerne an den Hof genommen. Wie sagte schon Steinwallen, den darf ich ja gerne zitieren, damit es ein bisschen lebendiger wird an unserem Hofe. Und dann steigen wir nach den ganzen Klärungen hier tatsächlich in die neue Folge ein, verdienen nach wie vor viel Gold und Geld und sind kurz davor, den Lebenswandelschwerpunkt fertigzustellen. Da ist, ah nee, es ist das Festmahl, was wir veranstalten können. Das machen wir. Wir sind ein bisschen verschwenderisch, geben das Geld gerne aus und außerdem gesellig und die eifrige Frohnatur. Das passt wie die Faust aufs Auge für uns. Ritter beträchtlich verbessert. Simon von Wächter, den wir eben abgesetzt haben. Wow, und was ein Ritter er ist. Das ist der Beste, den wir haben. Ja, mit Abstand. Sensationell. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wunderbares für uns. Vorzug verfügbar. Ah, sind wir automatisch jetzt hier ge- Moment. Nee, wir sind es noch nicht geworden. Wir müssen schon noch den Administrator freischalten. Ich dachte, weil es hier farblich markiert ist. Aber wir bekommen jetzt hier die Eigenschaft des Administrators. Das bedeutet Diplomatie plus 1, Verwaltung plus 3, Meinung der Vasallen plus 5. Sensationell. Sehr, sehr schön. Wir sind Administrator geworden. Und das passt uns natürlich ganz wunderbar. Organisieren, verwalten, die Effizienz steigern. Arnulf schafft das schon. Und das ist letzten Endes auch das, was hier so ein bisschen in der Grafschaft oder in den Grafschaften zu sehen ist. Wir gucken mal auf die Hügelfestung, die könnten wir noch ausbauen in Siegen. Und in Solms sind es die Zunfthäuser, die wir verbessern könnten. Die Schnitzerzunft. Schnitzer produzieren Gegenstände aus Holz oder Bein, zum Beispiel Rahmendekoration oder Werkzeuge. Ja, das würde unsere Steuern ein wenig steigern und der Entwicklungszuwachs steigt auch an. Insofern werde ich sehr, sehr gerne das Geld hier aufwenden und hier ins Plus gehen. Und das gesellige Beisammensein beginnt. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Ich gucke wie immer, das letzte Festmahl in der letzten Folge war ziemliche Katastrophe. Aber, meine Damen und Herren, Benedikta ist wieder da, die Bürgermeisterin. Die kommt immer. Wir wissen aus der letzten Folge auch, wo und wie. Ihr müsst nochmal reinschalten. Das Wortspiel lohnt sich. Ist vielleicht aber auch ein bisschen trocken. Viel wichtiger, der Kaiser Hermann II. Vom Heiligen Römischen Reich. Himself ist anwesend. Und seine Kaiserin Bertha ist gefangen. Gefängniswärter ist Herzog Leopold II. Aus Österreich. Oha. Nichtsdestotrotz, der Kaiser ist da. Beim Besuch, beziehungsweise unserem Vorbringen, dass er uns besuchen sollte, wollte er ja nicht. Jetzt kommt er vorbei. Wir freuen uns. Mein Lehnsherr Kaiser Hermann hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt traurige Gefühle des Verlustes und Hermann hat es öffentlich mir gewidmet. Wow. Traurigkeit und Schmerz. Ganz gleich, wie viele Tage die Zeit auch fraß. Die Welt scheint fern, fast wie durch Glas. Einsam, aller Freude beraubt ist man.
Wir wandern fragend, wo der Schmerz begann. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Puh. Diplomatie-Herausforderung gegen Kaiser Hermann. Ich bin mir meine Gefühle in dieser Sache eher unsicher. Hermann, ich sehe, dass dies wahrlich von Herzen kommt. Oder pfft, Gefasel. Hohoho. Wir haben schon eine gewisse Beziehung zum Kaiser aufgebaut. Wir sind in seinem Rat. Ja, wir sind zynisch, aber können wir diese Ehre, ob dieses gesamten Leides, das wir tatsächlich empfinden, hier ausschlagen? Wir können Anspannung verlieren? Ja, die Frage ist, das Gedicht wird entweder gelobt oder verspottet. Aber das ist, dass ich sehe, dass es von Herzen kommt, nein. Ich bin mir entweder unsicher, oh, das ist Gefasel. Und insofern muss ich hier tatsächlich mal an den Würfel. Nein, ich habe drüber nachgedacht. Muss ich nicht? Wir schreiben selbst die ganze Zeit Briefe. Ist das noch bei uns irgendwo drin? Botschaften. Ja. Charakter profitiert von Botschaften, die an fremden Höfen eingereicht wurden. Ist das das? Also wir haben auf jeden Fall viele Briefwechsel schon hinter uns. Wenn ich mich nicht gänzlich irre mit Arnulf. Und insofern passt es ja, dass die Gefühle unsicher sind, weil wir mit uns selbst so ringen. Und ich glaube, wir werden genau das nehmen. Ja, und das Gedicht wird gelobt. Wir gewinnen 20 Meinungen von Kaiser Hermann. Anspannung haben wir verloren. Und was ist das nun für eine starke Bindung? Das ist ja sensationell. Blöd, dass seine Töchter schon vergeben sind. Sonst könnten wir das, also wir können es wahrscheinlich eh nicht versuchen, der Rang ist viel zu hoch, aber wow. Das Tongefäß hat niedrige Haltbarkeit, ist aber angelegt. Niedrige Haltbarkeit, stand da noch 20 Jahre? 20 von 30. Also das hält noch 20 Jahre. So, wir können es reparieren. Ah, es fehlt aber ein bisschen Gold. Ja, dann ist aber doch alles gut. Das Dilemma. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu und meine weise Gemahlin Gräfin Elisabeth und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Sie fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Foliantensammlung, das ihr selbst auch sehr am Herzen liegt. Tja, wir sind durchaus gebildet. Ja, und wir sind gesellig. Das passt hier eigentlich ganz gut. Thema fasziniert mich ebenfalls. Sie gewinnt noch mehr Meinung von uns. Wir kommen der Freundschaft näher. Das trifft ja auch so ein bisschen das, was wir hier gemeinsam durchmachen. Das muss ich schon sagen. Die Familie ist dann schon wichtig. Alle anderen können eigentlich fernbleiben und doch kommen sie immer zur geselligen Runde. Ah, es geht doch nicht über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, was gut ist im Leben und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Arnulf, meint Bürgermeisterin Benedikta zu mir. Ja, das ist mir klar. Wie gesagt, letzte Folge. Ernsthaft, guckt noch mal rein. Gräfin Elisabeth und Kaiser Hermann nicken zustimmend. Immerhin. Ich mache nur, was sich richtig anfühlt. Wir verlieren Anspannung, wo wir gar keine mehr haben. Und diese Option ist verfügbar dank der Eigenschaft. Ach so, ja, okay, eifrige Frohnatur. Ich dachte, wir bekommen noch irgendwas hinzu. Ja, unsere Gemahlin fördert die Ritterlichkeit. Es kommt zur Katastrophe. Entschuldigt, der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch im vollen Gange, doch ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell umschlagen. Ja, wir haben hier noch was durch die eifrige Frohnatur. Dann müssen wir eben an die Geheimvorräte gehen. Prestige hinzu und den Durst bekämpft. Ja, warum denn nicht? Passt ganz gut zu uns. Wir haben nicht mal die 50 Gold, um das auszuwählen hier oben, wenn der Weinhändler in der Stadt sein sollte. Insofern Glück gehabt im Unglück. Und als die Gäste gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl wieder mal ein voller Erfolg war. Es konnte nur stattfinden, weil die Gemahlin Elisabeth so viel Einsatz zeigte. Oh, und wir bekommen die Eigenschaft berühmte Frohnatur. Ränkespiel geht hoch, Meinung über Frohnaturen steigt, Diplomatie geht hoch. Ausgezeichnet. Eine berühmte Frohnatur also. So. Na, wir bekommen hier so einige angenehme Aspekte hinzu. Jakob von Nassau hat 20 Meinungen von uns erhalten. Familiärer Ruf. Er ist 14.
Ja, und Winfrieda mittlerweile, beziehungsweise eigentlich nur 6. Oh, er ist lüstern, sadistisch und ehrlich. Und immer noch reizend. Bin gespannt, wann und wie er erwachsen wird. Also wann ist klar. Nämlich in 2 Jahren. Beziehungsweise eigentlich nur in einem. Christoph von Nassau? Arrogant und reizend. So, so. Balderich hat sein Kampfgeschick erhöht. Freut uns immens. Befehlshaber wird also auch Balderich verbessert. Sehr angenehm. Wir sammeln wieder Gold und haben sehr viel Prestige zur Verfügung. Ja, und Jakob profitiert auch von der Einweisung, Unterweisung, nicht der Einweisung von Gräfin Elisabeth, die ihre Sache nach wie vor sehr, sehr gut macht. Atemberaubend macht, ehrlicherweise. Baufrische hier noch 13 Monate verbleiben für die Zünfte. In Solms. Wir könnten das Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Das haben wir schon zweimal gemacht. Ich finde es gerade nicht so sehr angepasst. Archimbald bekommt auch hier eine Verbesserung seiner Fähigkeiten. Und eine Nase für Schnäppchen. Wir erinnern uns, wir sind so ein bisschen, wo haben wir es? Verschwenderisch. Zwanghaftes Geld ausgeben führt dazu, dass Arnulf seine Mittel für unnötige Einkäufe vergeudet. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Während ich das Übermaß an Waren an dem Stand durchgehe, kann ich hören, wie Bürgermeisterin Benedikta natürlich anwesend ist und murmelt, die Gravuren an diesem Stück scheinen echt zu sein und noch dazu recht wertvoll. Sie wirft mir einen triumphierenden Blick zu. Ja, wir haben hier das. Wegen des Wertes der Verwaltung. Dieses Stück hier, die lohnenswertere Wahl. Verlieren 10 oder verlieren 25. Bekommen Sie Verwaltungslebenswandel hinzu. Ich verlasse mich auf den Sachverstand des Ratsverwalters. Das machen wir sicherlich nicht. Oh, das wird ein richtiges Schnäppchen. Nein, ich glaube, durch den Wert der Verwaltung können wir das hier ganz gut entsprechend wählen. 25 haben wir verloren. Gescheitertes Feilschen. Wir sind in Events richtig katastrophal. Beleidigende Ausstellung. Wir gehen an den nächsten 2 Ständen vorbei. Benedikt, der sieht mich abschätzig an. Das war sicher ein interessanter Auftritt. Oh, wir haben ein Schmuckstück erhalten. Wachtelschalen-Edelstein. Gucken wir uns gleich an. Ich bin mir nicht sicher, was ihr da erreichen wolltet, Herr, doch ich bin mir sicher, dass der Händler bekommen hat, was er wollte. Sie spart sich jedes weitere Wort und spaziert lieber weiter. Das war nur ein Test. Ich habe, was ich wollte. Oder was geschehen ist, ist geschehen. Boah. Das können wir wählen wegen des Verwaltungswertes mal wieder. Ich denke, so wird es auch sein. Ah ja, dieses Artefakt ist eine sehr viel bessere Investition, weil wir haben 100 Verwaltungslebenswandelpunkte hinzubekommen. Und gucken uns hier mal im Inventar an, dass wir das auch anlegen. Bekommen Fruchtbarkeit hinzu und Prestige verlieren wir. Nun denn. Die Fruchtbarkeit nehmen wir gerne nochmal hinzu. Angelegt ist alles an der Stelle. Und es gibt neue Ansprüche. Theogar, der Schwager und Ratskanzler von uns. Hat übrigens mittlerweile was an. Das war mal ganz anders. Ich glaube in der letzten Folge noch. Schön, dass er sich mal umgezogen hat. Von allen Possen. In Theogars geistlosem Bemühen, meine Beziehung zu meinen Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler Gräfin Luitgards Anspruch auf die Grafschaft von Nassau anerkannt. Die Gräfin von Marburg. Es gibt 7 Anspruchsteller mittlerweile. Allerdings viele fallen gelassen, ne? Und was geht hier eigentlich in Kassel vor sich? Was ist das für ein Krieg? Gräfin Christine von Gleichenstein greift an. Befreiungskrieg gegen Herzog Magnus von Angria. Oh! Oh! Angria hat. Ja, Erdulf ist verstorben. Nee, starb unter mysteriösen Umständen 1116 im Alter von, wow, nur 34 Jahren. Dadurch ist, ja, sein erstgeborener Sohn, Magnus von Angria, rauflustig wie er ist, tatsächlich in Not. Oh, das ist interessant.
Und wir gucken uns hier diesen Befreiungskrieg an. Und das sieht dann durchaus schlecht aus. Boah, können die sich hier tatsächlich befreien? Und was bedeutet das für uns? Da gucken wir gerne und dauerhaft drauf. Wobei, was ist denn jetzt? Ist es schon geschehen? Sind die frei? Der Krieg ist rum? Es gibt einen Waffenstillstand mit Gräfin Christine von Gleichenstein. Kann für 5 Jahre kein Krieg erklärt werden. Wir erinnern uns. Wir haben fallen gelassen einen Anspruch hier. Das bedeutet aber immer noch, dass wir hier kämpfen können. Aber wir werden natürlich jetzt durchaus überlegen. Und warum sollten wir da in dem Moment jetzt nicht irgendwie mal reingrätschen? Können wir das oder ist diese Fläche ausstraffiert? Ihr seht mir das echt nach. Aber versuchen würde ich es auf jeden Fall. Wir wollen diesen Titel. Der Anspruch ist da. Militärische Stärke weit unterlegen, hat keine Verbündeten. Wir hingegen, Louis von Hochburgund, Herzog Ulrich von Istrien, mit dem wir schon gekämpft haben übrigens, und Bürgermeisterin Gunhilda von Heilbronn, das neu geschlossene Bündnis, was uns natürlich nicht weiterhilft. Und wir gehen in diesen Krieg rein. Ich nehme euch da jetzt einfach mit und sehe, dass wir sofort mal 2200 Mann haben und gucken müssen, dass wir Unterstützung bekommen. Petition an den Lehnsherrn zur Verfügung. Welche? Reichsfrieden. Kaiser Hermann dauernd ersuchen, Frieden in euren Kriegen mit seinen anderen Vasallen zu erzwingen? Nein. Ich dachte, wir können anderweitig jetzt hier tätig werden. Jetzt allerdings müssen wir gucken, dass wir hier schnell die Unterstützung bekommen. Doch zunächst wird Jakob erwachsen. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsenen zu sehen. Er ist undurchschaubarer Intrigenspinner. Und das gucken wir uns natürlich erstmal genauer an. Eins nach dem anderen also. Ja, Ränkespiel plus 6. Wow, hochinteressant. Ja, okay. Momentan noch landlos. Wer weiß, wie sich das ändern wird. Und natürlich müssen wir jetzt unsere Verbündeten mit reinholen. Das machen wir. Und zunächst einmal den nahegelegenen Herzog Louis hier mit seinen 3000 Mannen. Ist momentan auch tatsächlich in keinem Krieg. Insofern gehen wir da rein. Wird das annehmen. Und machen das sicherlich auch im Gegenzug mit Herzog Ulrich. Und unserer Schwester, beziehungsweise ihrem Gatten, unserem Schwager. Dem wir ja schon geholfen haben. Denn er ist mittlerweile, gerade mal schauen. Ja, die Grafschaft von Laibach gehört ihm. Da haben wir damals mitgeholfen, wenn ich mich recht entsinne. Wir rufen in den Krieg. Wir können hier das Prestige einsetzen. Wird auch das annehmen. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier die Zeit tatsächlich über die Runden bekommen. Und schauen, was passiert. Ja, wir bekommen Steuern. Natürlich schließt sich Ulrich an. Und natürlich schließt sich das Hochburgund an. Wo sind die Truppen? Da unten werden sie ausgehoben. Und dann bitte, einmal hochmarschieren. Die zusätzlichen Steuern nehmen wir gerne mit, können wir im Krieg gut gebrauchen. Und dann lasst sie marschieren. Gucken hier. Sind die Gegner schon... Ah, die hauen die tatsächlich ab. Das ist ja super. Wir können noch nicht raus. Aber... Sobald wir hier die Unterstützung wissen, gerade mal gucken, wir halten das Ganze an. Aus dem Süden müsste ja auch was kommen. Na, die machen sich natürlich auf den weiten Weg, aber sie kommen, unsere Verbündeten. Die 2700 Mann hier, die erste Armee von Kassel, sie flieht. Hochinteressant. Die Frage ist, wie weit fliehen sie und können wir schon beginnen zu belagern? Die Baronie von Kassel, erst wenn das Ganze wegestechnisch ausgeglichen ist. Spulen hier mal einen Ticken vor. Aber es sieht sehr gut aus. Die hauen knüppelhart ab. Gehen die nach unten und bekämpfen die anderen? Na, dann sollten wir jetzt schleunigst hier das Kriegsziel tatsächlich belagern. Ich hoffe, dass sie uns unterstützen. Kommt es hier unten zum... Ja, wahrscheinlich kommt es hier zum Krieg. Das ist ein bisschen spannend. Die Petition lassen wir an der Stelle sein. Und wir beginnen zu belagern. Drehen die deswegen um?
offenkundig nicht, bekommen Verwaltungsvorzug. Kümmern wir uns gerne drum. Ich habe schon in der letzten Folge oder Anfang dieser, das weiß ich nicht mehr genau, gesagt, Steuern eintreiben, plus 25% oder aber rasch behauen. Beides ist gut. Der Administrator hier, wie gesagt, organisieren, verwalten, Effizienz steigern, da ist beides denkbar. Wir gehen erstmal auf die Steuern, weil wir ja auch entsprechend mit den monetären Aspekten gut behauen sind. Nehmen das Gold gerne mit und konzentrieren uns weiter. Die Frage ist, geht hier die Schlacht tatsächlich verloren? Oder können die sich drumherum mogeln? Wir belagern und sind in 7 Monaten soweit. Na, hier unten kommt es zur Verfolgung, ich denke auch zum Kampf. Ja, so ist es. Das ist eine Schlacht, die die nicht gewinnen können. Aber sie wehren sich tapfer. Graf Wilhelm könnte sich dem Krieg als Gegner anschließen. Ah, jetzt schließen die hier ein. Ach so, wie stark ist denn der? Okay, die 315. Ich hatte es erst vertauscht. Na, 315 Mann würden wir tatsächlich noch hinbekommen. Das muss auch so gehen. Na, hier unten, der Krieg geht natürlich auseinander, aber gut gekämpft. Graf Wilhelm von Freistadt ist dem Krieg beigetreten. Und der Lehnsherr wird auch angegriffen von König Guntram. Okay, es überschlägt sich alles ein bisschen, aber wir sortieren das. Graf Wilhelm, wo ist er und von wo wird er kommen? Okay, das macht uns erstmal wenig aus, da unten. Können also weiter in Ruhe belagern. Und das ist auch gleich abgeschlossen. Noch einen guten Monat. Hier oben sind die Mannen von unserem Kaiser. Belagerung gewonnen. Und damit plus 16. Ziehen hier weiter. Frage ist, wollen wir die Schlacht? Kommen die hoch? Wow, ich dachte gerade, wo sind die Truppen denn her? Aber das tangiert uns hier tatsächlich nicht. Was ist das für ein Krieg? Lothringischer De Jure-Krieg um das Herzogtum Niederlothringen. Ja, dann mal Power to the People. Viel Spaß bei diesem Kampf. Da möchte ich nicht mit drin sein. Den könnt ihr alleine führen. 31 Gold durch die Besetzung von Kassel bekommen. Wo sind die? Ja. Beziehungsweise, wo ziehen sie hin? Sie ziehen nicht wirklich weiter. Frage ist, ob wir jetzt hier konstant belagern wollen und wie viel uns das hilft. Wir werden das hier noch ein bisschen verfolgen. Vielleicht kommen die ja von unten. Nein, die ziehen echt in den Süden. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen sinnfrei. Wir belagern das jetzt hier und dann werden wir denen entgegenziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in den Kampf kommen mit denen. Gibt's ja gar nicht. Plus 20. Hier unten, der Kampf wird natürlich stetig für die Gegner ausgehen und uns auch im Kriegsziel ein bisschen hier einbremsen. Vielleicht kommen sie ja hoch und bringen die mit. Das würde mich doch sehr freuen, wenn die das hier auf die Kette bekommen. Dafür müssen sie aber ein bisschen Tempo zulegen. Wir behalten mal so den Überblick über die Weiteransicht. Sehen hier viele Truppenbewegungen natürlich durch diesen riesigen De Jure-Krieg, der noch parallel am Schwelen ist. Ja, die ziehen tatsächlich hoch. Das ist insofern natürlich ganz angenehm, als dass es uns nicht mehr so ein weiter Weg sein wird, egal wo es jetzt da eventuell zum Kampf kommt. Aber den Ehrgeiz besitzen wir jetzt natürlich schon. Wir haben den Anspruch schon von unserem Vater ererbt. Insofern durchaus gerechtfertigt, hier jetzt nochmal auch an seiner Stadt das letzten Endes durchzuziehen. Ja, und die kommen hier tatsächlich bis zu uns und wir werden in dem Moment wahrscheinlich gerade fertig mit der Belagerung sein. Das ist doch ganz gutes Timing hier von unserem Verbündeten, der ersten Armee von Pula. Die sind auch, na, gefühlt sind sie fast flotter. Ausgezeichnet. Wir gucken, der Krieg stand bei 26, noch 10 Tage. Und dann gucken wir, wie sehr er ansteigt. Von 27, letzten 20 auf, oh, auf 46. Ja, wir haben sogar Gefangene gemacht. Graf Otto von Gleichenstein. Die Belagerung haben wir gewonnen. 38 Gold hinzu. Ausgezeichnet. Ja, und jetzt kommt es hier wahrscheinlich relativ zeitnah zum Kampf. Und den bin ich gewillt zu führen. Meine Damen und Herren, das ist doch mal der Krieg, den wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Und der hat sich jetzt wirklich ergeben. Wir haben die Situation sofort genutzt, als Angria hier. Ja, tatsächlich mit Herzog Magnus, der schon wirklich böse dreinschaut, dafür gesorgt hat, beziehungsweise das Herzogtum in der Titelgeschichte, ja,
durch diese mysteriösen Umstände und den Tod von Herzog Ordulf sich neu ordnen musste. Das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Kassel könnte eine interessante Posse für uns werden. Ich bin sehr gespannt. Und insofern freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, denn jetzt wird es das erste Mal richtig spannend. Unser Ehrgeiz kommt durch und dieser Ehrgeiz heißt auch Krieg, denn diesen Anspruch haben wir von unserem Vater geerbt. Bis zum nächsten Mal bei der Splinter und Crusader Kings 3. Macht's gut. Ciao, ciao.